Herzlich willkommen zu Recenter TV live am 19. Mai 2014. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind live für die nächsten 60 bis 90 Minuten. Ganz dickes Thema heute, meine Damen und Herren. Interessante Einleitung sehe ich hier. Ganz aktuell auf Spiegel Online, gleichzeitig auch auf den üblichen TV-Kanälen. Und zwar sehen Sie das hinter mir auf der Videowand: Klassentreffen der Verschwörungstheoretiker. Auf der Hauptseite des Spiegels über die Montagsdemos: das Bankensystem, Fragezeichen, eine Verschwörung des Judentums, der Holocaust, ein Werk von PR-Strategen. Das sind nur zwei von den irren Theorien, die Redner der Montagsdemos verbreiten. Ein Film von Spiegel-TV-Autor Felix Kasten. Und die meisten werden schon inzwischen davon gehört haben, von diesen sogenannten Montagsdemos, also ein Querschnitt durch wie es immer schon heißt, die Verschwörungstheoretiker, beziehungsweise einfach Leute, die sich abseits der großen Blätter informieren. Da kann natürlich Gutes bei rauskommen, da kann natürlich auch Schlechtes bei rauskommen. Und da wir es hier beim Spiegeln Profis zu tun haben, konzentrieren die sich natürlich auf das Schlechte und hauen den Leuten natürlich dann gleich alles um die Ohren. Sie finden das also hier, das ist der falsche Bericht, finden das hier auf spiegel.de bzw. Spiegel Online. Und dann fragt man sich natürlich, hat es der Spiegel nötig, eine noch relativ junge, noch relativ kleine, regelmäßige Veranstaltung dermaßen zu attackieren? Also man greift hier sehr tief ins Repertoire, kann sich natürlich darauf verlassen, dass die auftretenden Redner und so weiter, dass die natürlich dann doch so einige Fehler begehen. Das heißt, der Spiegel veröffentlicht diesen Bericht, lässt vorher nochmal einen Anwalt drüber gucken oder zwei und kann sich kann sicher gehen, dass hier keine großen Konsequenzen zu befürchten sind. Das Ganze muss einfach so stehen bleiben, so wie es gesendet wird. Allerdings sollte man auch nicht vergessen, der Spiegel hat seine eigene sehr, sehr radikale Vergangenheit. Das heißt, viele Leute glauben mir dann, wenn sie so einen Bericht sehen, okay, ich bin hier in meinem Weltbild bestärkt. Es gibt also die Vernünftigen von Spiegel und es gibt die Verrückten von den Verschwörungstheoretikern. Allerdings sollte man sich auch mal hier die Geschichte ein bisschen angucken. Wenn man schon der anderen Seite die Verwerfungen um die Ohren haut, dann sollten wir das auch tun. Was nicht heißt, beileibe nicht heißt, dass ich mit den Leuten übereinstimme, die dann bei den Montagsdemos teilweise sich da ganz nach vorne stellen. Also man sieht in dem TV-Bericht dann auch noch, glaube ich, Peter Fitzek und so weiter vom Königreich Deutschland und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann ein gefundenes Fressen für die Editoren und für die Reporter vom Spiegel. Hauen den Leuten das natürlich dann um die Ohren. Man erkennt auch wieder die übliche Naivität der Verschwörungstheoretiker-Gruppen. Das heißt, sie denken dann, jeder muss doch gute Absichten haben und jeder müsse doch ein guter Kerl sein, wenn er gegen Großbanken wettert oder gegen andere einflussreiche Kreise. Und man versucht hier natürlich dann bei den Montagsdemos einen möglichst breiten Konsens zu finden. Das heißt, man will fast niemanden ausschließen. Also die absurdesten Typen, die dann ja auch hier teilweise genannt werden in dem Bericht. Ich weiß nicht, ob die noch dort willkommen sind, wie dem auch sei. Man distanziert sich von fast niemandem, alles ist da irgendwie recht, möchte eine große Basis aufbauen, dann irgendwelche Konsequenzen ziehen aus dem politischen Kapital, das man dort gewonnen hat. Ein bisschen wie bei Occupy. Hier ist also etwas ganz kurz über die interessante Vergangenheit des Spiegel. Zum Beispiel dieser Herr hier, Walter Zirpins, war leitender Ausbilder von NS-Kriminalisten, der dann mitgearbeitet hat an dieser Reichstagsbrandserie im Spiegel. 1940 verfolgte dieser SS-Mann als Chefermittler Juden im Ghetto. Doch seiner Karriere nach dem Krieg schadet das nicht. Der Spiegel hat den Zirpins 51 zur Wiedereinstellung empfohlen, sagt Hersch Fischler. Als einen unbelasteten und höchst qualifizierten Kriminalkommissar, und der Spiegel hatte auch Erfolge, wurde wieder eingestellt. Er wurde faktischer Leiter des LKA in Niedersachsen aus dem Innenministerium heraus und er wurde Spiegelinformant. Weitere interessante Figur beim Spiegel: Paul Karl Schmidt, der während der Zeit des Nationalsozialismus als Pressechef im Auswärtigen Amt tätig war. Die These
Er betreut dort zeitweise auch das Manuskript von Fritz Tobias für die Reichstagsbrandserie des Spiegels redaktionell. In den 50er Jahren schart Augstein erfahrene Kriminalisten aus der NS-Zeit um sich. Sie bringen mit ihrem Insiderwissen die Stories, die er für den Erfolg brauchte. Ehemalige SS-Geheimdienstler wie Georg Wolf oder Horst Mahnke steigen 1959 beinahe in die Chefredaktion auf. Der ehemalige SS-Obersturmbannführer Dr. Paul Karl Schmidt alias Paul Karel war seit 1940 Leiter der Presse- und Nachrichtenabteilung im Auswärtigen Amt unter dem später Nürnberg gehängten Kriegsverbrecher Ribbentrop. Eine Notiz für Herrn Staatssekretär von 1944 macht überdeutlich, dass Schmidt bestens bewandt war, eine Technik, Verbrechen zu inszenieren, um sie seinen Gegnern anzuhängen. Also hier ist ein Originalzitat aus dieser Notiz von Dr. Paul Karl Schmidt. Er sagt hier, aus einer recht guten Übersicht über die laufenden Judenaktionen in Ungarn entnehme ich, dass eine Großaktion auf die Budapester Juden geplant ist. Die geplante Aktion wird in ihrem Ausmaß im Ausland große Beachtung finden und sicher Anlass zu einer heftigen Reaktion bilden. Die Gegner werden schreien und von Menschenjagd und so weiter sprechen und unter Verwendung von Gräuelberichten die eigene Stimmung und auch die Stimmung bei den Neutralen aufzuputschen versuchen. Also hier macht sich ein absoluter Top-Nazi Gedanken um die negativen Presseauswirkungen der Judenverfolgung. Und er hat eine Idee. Er möchte anregen, ob man diesen Dingen nicht vorbeugen sollte, dadurch, dass man äußere Anlässe und Begründungen für die Aktion schafft, zum Beispiel Sprengstofffunde in jüdischen Vereinshäusern und Synagogen, Sabotageorganisationen, Umsturzpläne, Überfälle auf Polizisten, Devisenschiebungen großen Stils mit dem Ziele der Untergrabung des ungarischen Währungsgefüges. Also er redet hier von Aktionen unter falscher Flagge, das heißt, die man dann eben der jüdischen Bevölkerung anlasten kann, um danach die Razzien und Erschießungen und andere Dinge offiziell zu rechtfertigen. Der Schlussstein unter eine solche Aktion müsste ein besonders krasser Fall sein, an dem man die Großrazzie aufhängt. Und solchen Leuten gab der Spiegel natürlich dann sehr viel Raum, sehr viel Deutungshoheit, unter anderem über den Reichstagsbrand. Und diese Meinung, die der Spiegel dann verbreitet hat, gilt heute noch als Leitmeinung. Also wie gesagt, man sollte sich hier selbstverständlich genauer informieren über diese ganzen verschiedenen Figuren. Das heißt, wer auch immer dann diverses Vertrauen genießt, sei es der Spiegel, sollte man doch mal genauer hingucken. Auch das Bertelsmann-Geld, das da reingepumpt wird und wie Bertelsmann zu Erfolg gekommen war, unter welchen Umständen, mit welchen Publikationen, das denke ich auch eine interessante Beobachtung wert. Das heißt, wir haben ein Magazin, das sehr, sehr dick verbandelt ist mit dem Establishment. Und natürlich, wenn dann das Establishment attackiert wird, dann ist der Spiegel gleich bei der Spiegel ist gleich bei der Stelle, attackiert zurück und hat hier natürlich auch einiges an Material, insbesondere über Herrn Jürgen Elsässer, wo man hier jetzt zum Beispiel nicht diese ganze Russland-Nummer mit reinbringt. Und vergessen wir nicht, selbst Leute mit begrenztem Publikum wie ein Jürgen Elsässer oder ein Ken Jebsen und so weiter können natürlich, wenn sie denn ausführlichst gesponsert werden von wem auch immer, könnten natürlich dann eine ganz, ganz gewaltige große Rolle spielen in der Zukunft. Und deswegen habe ich mir hier ein historisches Beispiel rausgepickt. Ein Mann, der Europa unglaublich stark verändert hat, zum Negativen. Ein Mann, der als absoluter Verlierer in der Gegend rumgezogen ist, bis er fast verhungert war. Und der dann zu einem der engsten Propagandisten und Vertrauten Lenins wurde und irgendwann ein Medienimperium in Deutschland hatte mit unzähligen Zeitungen und Künstlern und so weiter und so fort. Willy Münzenberg. Außerdem konnte er einige führende Intellektuelle für sich gewinnen, unter anderem auch Albert Einstein, die dann diverse Falschinformationen über die Sowjetunion weiter verbreitet hatten. Also wir reden hier von dem sogenannten roten Millionär Willy Münzenberg. Sie finden auch immer noch so einige Hommagen an ihn. Beispielsweise habe ich hier etwas, und zwar handelt es sich um das sogenannte Münzenberg-Forum. Finden Sie auf YouTube und anderswo. Dem Mann wird immer noch gehuldigt. Hier
Kann man vielleicht mal kurz in der Rede reinhören. Arbeiterhilfe. Die internationale Arbeiterhilfe, kurz IAH genannt, ist die große Weltorganisation der proletarischen Solidarität. Die IAH hat 1921 die Hilfsaktion für Sowjetrussland organisiert und auf 40 Schiffen über 40.000 Tonnen Lebensmittel nach der Wolga geschickt. Ja, und in der Wolga sind dann unzählige Millionen Leute kurz vorm Verhungern gestanden, weil Willy Münzenbergs Gönner und Willy Münzenbergs engste Vertraute dort die Bevölkerung ausgehungert hatten und die Wirtschaft ruiniert hatten. Und Lenin hat das Hungerproblem auch lange Zeit öffentlich gar nicht erwähnt. Lenin hat dann noch seine Beamten rumgeschickt, um die Bevölkerung weiter auszupressen. Da kamen dann tatsächlich Beamte von Tür zu Tür und haben Lebensmittel verlangt, teilweise auch dann alles durchsucht und wirklich den letzten getrockneten, die letzte getrocknete Apfelscheibe mitgenommen. Einige Millionen Hungertote waren die Folge von Lenins Politik und Herr Münzenberg kannte Lenin noch vor dessen Durchbruch in der Schweiz. Beiden gehen lange, lange zurück. Also zwei Figuren, die eigentlich äußerst nebensächlich waren, die keine große Organisation angeführt hatten, wurden dann zu einigen der wichtigsten, einflussreichsten Figuren in der europäischen Geschichte. Hier haben wir einen Beitrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Propagandist, Pressezar und Unperson. Die europäische Willy-Münzenberg-Tagung. Das ist Uwe Sonnenberg vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Huldigen immer noch Herrn Münzenberg. Seine tollen Hilfslieferungen, die er da organisiert hat, für das verreckende russische tyrannisierte Volk. Die Linken haben es aber auch wirklich mit dem Terror, muss man sagen. Das heißt, sie bewegen uns hier am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Situation ist natürlich noch von den alten Ordnungen geprägt. Das heißt, der Erste Weltkrieg ist immer noch ein gutes Stück entfernt. In Russland regierten die Romanows, die Zaren. Die Kommunisten und Sozialisten sind eine begrenzte Bewegung noch in Deutschland. Die natürlich sehr viel dominierende SPD streitet sich dann mit aufkommenden neuen kommunistischen Gruppen. Und es gibt dann einige Bücher, ich habe jetzt ein oder andere mal rausgepickt, also sowohl lobhudelnde Bücher, Willy Münzenberg, Propaganda als Waffe bei 2001 und so weiter. Es gibt dann auch viele weitere Werke, die sich diese Figur historisch vorgeknüpft haben. Geboren ist er im selben Jahr wie Adolf Hitler, nämlich 1889 in Erfurt in Thüringen. Er hatte die typische Kindheit eines späteren Sozialistenführers, sehr unzufrieden mit seinem Elternhaus, verhasste Stiefmutter. Der Vater war der uneheliche Sohn eines preußischen Junkers und Alkoholikers. Sein Vater scheint ein Narzisst zu sein. Die Historiker sparen sich ja leider meistens die psychologische Betrachtung. Das heißt, man will immer diesen Bereich noch abgeben an diejenigen, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Also die Psychologen beschäftigen sich dann meistens auch nicht wirklich mit Geschichte. Das ist dann für viele Leute natürlich dann ein Unding, eine Art Ferndiagnose zu machen, obwohl natürlich man sich ja fragen muss. Und die Frage in der Geschichtsbetrachtung auch immer ist, was waren das für Personen, was waren ihre Motive? Das ist natürlich dann kein gutes Vorzeichen, wenn der Vater schon solche narzisstischen, starken Züge hat. Es scheint auf ihn abgefärbt zu haben. Der Vater war sehr aggressiv, der Junge war
eher schmächtig, wollte nicht zum Militär wie die anderen zwei Brüder. Das war dem Vater natürlich ein Graus. Der junge Willi betete oft, der Vater möge ihn doch nicht erschießen im Suff. Vater schlug sogar mal mit einer Kette nach ihm, soll dem Sohn befohlen haben, sich mit einem Strick zu erhängen. Irgendwann sei dann der Junge dann gefunden worden von der Mutter, der Haushälterin, wie er dann nach einer ziemlich ausgedehnten Panik dann eingeschlafen war, glaube ich, auf dem Dachboden oder im Keller. Der Vater erschoss sich, zumindest nach offizieller Darstellung, erschoss sich irgendwann selbst in den Kopf. Vielleicht hat auch der Sohn ihn ermordet, vielleicht hat jemand anders ihn ermordet. Das weiß man nicht, ist heute nicht mehr zu klären. Er wurde dann erstmal ein Fabrikarbeiter, aber die Routine behagte ihm nicht. Das ist üblich für die Sozialistenführer. Er wollte dann doch von oben herab auf die Arbeiter herunterreden. Die jungen Männer in der Fabrik lasen dann Literatur über Freimaurer und alles Mögliche. Also es gab natürlich dann auch schon einiges in Literatur, auch Verschwörungsliteratur und auch solider Literatur. Das heißt, die Leute haben, also die, auch die Fabrikarbeiter, die nicht völlig unintellektuell waren, die Jungen haben natürlich alles verschlungen und sich dann Mordsfantasien gemacht. Sie würden ihre eigene große Verschwörergruppe, Geheimgesellschaft aufmachen. Es langte zunächst erstmal zu einem Kartenspiel und Fußballclub. Dann pflegte er Kontakte zu älteren Fabrikarbeitern, die dann schon überzeugte Sozialisten waren, auch von der fanatischeren Sorte. Er selbst war ungewöhnlicherweise ein absoluter Nichttrinker. Das war ja immer dann für die Linken immer ein Graus, für die Sozialisten, dass halt die Arbeiter dann nach der Arbeit viel trinken und feiern und sich keine großen Gedanken machen. Natürlich auch keine revolutionären Aktivitäten durchführen. Willi Münzenberg trank nicht, empfahl das auch den anderen Leuten, machte später auch Kampagnen gegen das Trinken. Die älteren Fabrikarbeiter nahmen ihn mit zu den ersten Treffen von Sozialisten. Er wurde zu einem Rekruteur und hatte dann auch Erfolg zum ersten Mal in seinem Leben. Das heißt, vorher war er natürlich dann ein ziemlicher Verlierer und dann zum ersten Mal hatte er Blut geleckt, er war elektrifiziert, süchtig geworden, er wurde von den älteren Fanatikern benutzt und er benutzte jüngere Fanatiker für sich. Typisch für Narzissten auch immer eigentlich die völlige Ich-Bezogenheit, das heißt, welche Ideologie sich diese Leute anschließen, ist meistens immer bloß Zufall, das heißt, je nachdem, was diese Leute gerade als erstes anspricht. Und bei ihm war es dann nicht anders. Er fürchtete sich vor der Wehrpflicht, also hat natürlich dann auch sehr schlechte Erfahrungen gehabt mit dem tyrannischen Vater. Deswegen entschied er sich letztendlich für den Sozialismus. Ich denke, das kann man dann doch so klar formulieren, denn normalerweise war diese Indoktrinierung, die er damals bekommen hat von den Sozialisten, so konfus und diese ganzen schwadronierenden Figuren, die ihm da vorgesetzt wurden, er hat dann nach seinen eigenen Darstellungen bloß die Hälfte verstanden, aber die Slogans haben es dann für ihn gemacht. Und er selbst natürlich war dann auf der Erfolgsschiene zunächst und das war für ihn dann prägend, sollte den Rest seines gesamten Lebens definieren. Und er wurde nicht wirklich alt. Er benutzte also Slogans gegen den preußischen Militarismus. Er fantasierte natürlich über einen Generalstreik, so laut durfte man das natürlich nicht unbedingt sagen. Auch sich zu stark gegen Wehrpflicht zu äußern, war nicht wirklich erlaubt. Also man konnte nicht die Leute zum Desertieren auffordern, das war ja strafbar. Er bewegte sich dann immer am Rande der Legalität und hatte auch sehr, sehr viel Ärger mit der Polizei. Er
wurde dann auch ins Gefängnis geworfen mit seinen radikalen Freunden, was diese Leute natürlich nur noch mehr radikalisierte. Sie waren zu fanatisch radikal für die SPD. Die SPD hatte viel Kontrolle über die Jungen, diese ganzen jungen Organisationen. Deshalb wenn man sich mit der SPD verscherzt hatte, konnten die einem einfach den Geldhahn zudrehen. Die haben dann gesagt, wir zahlen eure Geldstrafen nicht mehr, wenn ihr bestimmte Aktionen macht. Und damit war es dann natürlich für viele junge Aktivisten erstmal erledigt. Wurden dann gefeuert aus ihrer Fabrik, weil sie natürlich in der Fabrik Leute anheuern wollten für die radikalste Politik. Und dann ist er erstmal weggereist. Er hat gesagt, ja, er pfeift auf Deutschland, der geht jetzt erstmal nach Frankreich oder sonst wohin. Die Reisen waren erstmal unerfolgreich, er ist dann fast verhungert, hat sich dann erstmal erholen müssen, kam nach Hause zurück, fand wieder einen neuen Job, sammelte wieder ein bisschen Geld und dann ging er wieder auf Reisen. Diesmal ging er in die Schweiz und dort hatte er wirklich dann mehr Erfolg. War dann eine Führungsfigur in einer Organisation von Linken mit ein paar tausend Mitgliedern und dann brach der große Krieg aus, der Erste Weltkrieg. Viele junge Antikriegsaktivisten wurden dann plötzlich zu nationalistischen Kriegsbefürwortern. Viele in der Schweiz fuhren nach Hause, um Soldaten zu werden. Also sie fuhren dann nach Deutschland, Frankreich und sonst wohin zurück. Also viele Leute rannten den fanatischen Kommunisten einfach davon. Sie haben dann gesagt, okay, sie müssen jetzt ihr Vaterland verteidigen. Und all diesen Mumpitz, den sie vorher da irgendwie im Kopf hatten, der war ihnen dann egal. Später hatte, also er war natürlich dann nicht, er hätte eigentlich Münzenberg in den Krieg ziehen müssen per Wehrpflicht. Es gab dann, glaube ich, sogar einen Haftbefehl gegen ihn wegen Desertieren oder Fahnenflucht. Stattdessen machte er sich in der Schweiz bequem mit schönen Büro und viel Geld und 30.000 Anhängern. Und in der Schweiz trafen sich dann eben Münzenberg, seine Leute mit den aufstrebenden Exilanten wie aus Russland, wie Lenin, auch Leute wie Liebknecht oder Trotzki. Die Leninisten forderten mehr Gewalt und Fanatismus und Lenin erhielt Geld von New Yorker Bankhäusern. Andere Revoluzzer bekamen auch solches Geld. Und einer der Konvertiten Lenins war Münzenberg. Münzenberg war immer derjenige, der für alles und für nichts gleichzeitig war. Das heißt, er hat sich immer richtig positioniert, abgewartet, im richtigen Moment sich für eine Position entschieden. Wenn diese dann irgendwann revidiert wurde, hat er dann im Nachhinein gesagt, naja, ich war ja immer schon dagegen oder dafür, je nachdem, was halt gerade gefordert war. Also wichtig für ihn war die eigene Karriere. Er war jetzt nicht wirklich unbedingt ein reiner Überzeugungstäter, wo natürlich dann seine Familiengeschichte, seine Herkunft dann einiges bewirkt hatte. Also, diese Leute trafen sich dann in der Schweiz. Es waren nicht so stark beachtete Leute, zumindest in der Schweiz und auch in Europa. Und Ziel der Sozialisten, genau wie heute, war die Entwaffnung der Bourgeoisie und die Bewaffnung des Proletariats. Die Leute sagten, wir wären für Lenin durchs Feuer gesprungen. Und diese Revolutionsprofis, ausgerüstet mit dem Geld von der Wall Street, waren sehr, sehr aktiv, hatten dann eine Aktion, da war auch Münzenberg bei der Organisation beteiligt, so wie es einen historischen Anschein hat. Und zwar schlossen sich 500 linke Radikale zusammen auf der Straße und provozierten die Behörden und die Polizei. Das Ganze ging so weit, dass die Polizei sich gezwungen sah, auf ein paar von den Radikalen zu schießen, wahrscheinlich aus Selbstverteidigung. Es wurde niemand getötet, allerdings wurde es für die Linken zu einem riesigen Publicity-Stunt. Das heißt, man selbst hat diesen Vorfall provoziert, allerdings konnte man sich nachher im Nachhinein als Opfer darstellen und dadurch gewann man einiges an neuen Zuspruch, man gewann einiges an neuen Mitgliedern und Spendengelder und so weiter und so fort. Das erinnert an heutige Aktionen von Adam Kokesh, dem anarchokapitalistischen Russland-Agenten.
der in den USA eine bewaffnete Demo in Washington D.C. vorhat, obwohl das dort nicht mal von der Verfassung abgedeckt war, vom Second Amendment. Und seine Idee war, er schart dann tausende Leute um sich und geht dann dorthin und es wäre dann unweigerlich zu einem Blutbad gekommen und dann hätte Adam Kokesh eben die Sensation gehabt. Er wäre weltweit, also eine weltweite Story geworden. Und Adam Kokesh hätte dann natürlich zu gerne dann eine große Funktion eingenommen in dieser riesigen Protestbewegung, die sich dann gebildet hätte, für die getöteten Demonstranten. Man muss sich daran erinnern, natürlich die Polizisten in Washington D.C., da ist natürlich ultra, ultra viel Korruption. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann verheerend für einen, ja, bezahlten Moskau-Propagandisten, wenn er natürlich dann die Bevölkerung gegen auch die anständigen Polizisten hetzt und einfach versucht zu destabilisieren, dieses Machtvakuum schafft, das dann zum Beispiel Russland füllen kann. So, wie gesagt, die Leute müssen aufhören mit dieser Naivität, also dieses typische Verschwörungstheoretiker-Naive, dass jeder, der da irgendwie gegen die da oben hetzt, dass jeder dann irgendwie ein toller Typ sein muss oder gute Absichten hegen muss oder kompetent sein muss, auch wenn Leute halt dann schnell reden können oder wenn Leute eine gewisse Aura versprühen. Also, man bekam viele neue Rekruten bei dieser Schweizer Aktion. Die Schweizer Kommunistenpartei war argwöhnisch, was diese jungen Leute da getrieben haben. Die Partei wollte nicht so viel Ärger mit der Polizei und den Behörden, weil die Schweizer Kommunisten dachten sich, naja, wir sind zu schwach, gegen die nationale Armee und den Nationalstaat in der Schweiz so zu gewinnen. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, auf sie mit Gebrüll und mehr Chaos und dann kommen wir als Sieger daraus hervor, sondern die wussten, naja, wir müssen es anders machen hier. Der Nationalstaat ist zu gesund in der Schweiz, er ist zu stark, die Armee ist zu stark, die Bürgermiliz in der Schweiz ist zu stark. Wir müssen es anders machen. Also halt, wie sie es bis heute dann geschafft haben, mit Zersetzung und diesen langsamen Methoden, Umerziehung. Aber die Schweizer Kommunistenpartei hat dann gesagt, was machen diese jungen Leute da für ein Radau, das ist doch völlig falsch. Hier gab es dann auch einige Spannungen. Schweizer Behörden schickten prompt die Miliz zur Patrouille und gesagt, sowas passiert uns nicht wieder. Münzenberg kündigte dann eine neue große Riesenaktion an, natürlich alles völlig provokativ, denn Münzenberg bewegte sich ja, er war nicht mal Schweizer Bürger, Münzenberg bewegte sich ja ständig am Rand der Legalität, war eigentlich schon längst drüber hinaus, die Schweizer vom Geheimdienst haben mir sehr eine gute Arbeit geleistet, alle möglichen Telegramme abgefangen und Nachrichten abgefangen und Pamphlete ausgewertet und andere Sachen ausgewertet, Informanten benutzt. Man wusste also, das sind radikale Revoluzzer, okay? Die wollen dann mit Gewalt die Revolution und dann den Privatbesitz verbieten, die Bourgeoisie entwaffnen, ihre Apparatschniks bewaffnen, die Leute unterdrücken. Also haben die Behörden gesagt in der Schweiz, nee, das wird nichts mit eurer Aktion hier, eurem Event am 3. September. Die Aktion wurde verboten im Vorfeld, die Armee vorsorglich mobilisiert. Auch die Schweizer Kommunistenpartei entzog ihren Support. Das Ganze wurde dann von Münzenberg und seinen Leuten abgeblasen. Die nationalen Armeen ließen nicht zu, dass die Internationalsozialisten das Land ruinierten. Der von Wall Street und den Briten und anderen Verrückten mit angeschürte Erste Weltkrieg endete dann auch jedoch die politische Landschaft in Europa. Denn der Krieg führte zu keinen schnellen Siegen und keinen schnellen Durchbrüchen. Es zehrte natürlich an den Kräften aller beteiligten Nationen. So, der Krieg sorgte für so viel Unzufriedenheit und Schäden, dass überall die nationalen Armeen zerfaserten, der Rückhalt brach weg, es gab immer mehr Deserteure. In Russland war es ganz schlimm, die Soldaten wurden kaum noch bezahlt, wurden eh so wie Dreck behandelt in diesem aristokratischen System. Außerdem
Die Russen hatten zwar jede Menge Soldaten und jede Menge Kapazitäten für die Herstellung von Munition, allerdings war die russische Armee dramatisch veraltet und das bereits seit ja, dem Krimkrieg in den 1850ern. Hier ist ein empfehlenswertes Buch hier von Orlando Figes, Figures, wie auch immer man den ausspricht, der Krimkrieg in Berlin Verlag, kann man ihn nur empfehlen, ist ein bisschen ausführlicher. Die Russen waren so abgeschwört mit ihrem Aristokratentum, dass man ja, Offiziere befördert hat im Militär, die keine wirklichen Ideen hatten fürs Schlachtfeld, sondern die halt einfach ihre Soldaten richtig in Anführungszeichen haben marschieren lassen und sich bewegen lassen, wie so Pferde, die dann irgendwelche Kunststücke vorführen müssen. Also wie rolle ich meinen Fuß korrekt ab, wie halte ich mich und diese Formationen, die die Kämpfer dann einnehmen sollten. All das hatte mit einem echten Schlachtfeld eigentlich wenig zu tun. Nichtsdestotrotz hielten die russischen Offiziere dran fest. Das schwächte die ganze Armee. Die Russen hatten ja dann auch einige Probleme im Krimkrieg im 19. Jahrhundert. Und und wegen dieser Schwäche wurde da natürlich dann dass die zaristische Armee unglaublich geschwächt. Die Unzufriedenheit war groß. Das war sie auch vor dem Krieg schon. Und die Kommunisten witterten ihre große Chance, aber nicht nur die Kommunisten. Also die erleuchteten Kreise, diese sehr, sehr geschickten Strategen, also das heißt, wir reden hier nicht von irgendwelchen Da Vinci-Genies im Hintergrund, wie in diesen Dan Brown-Romanen, oder wir reden jetzt nicht über irgendwelche UFO-Alien-Echsen-Menschen, sondern wir reden hier einfach von den historisch eigentlich ganz gut belegten erleuchteten Strömungen, so eine Mischung aus Geheimdienst und Sekte, das, was ja in der Geschichte immer schon sehr effektiv war und sehr gut funktioniert hat, die eigenen Ziele zu erreichen. Also diese erleuchteten Kreise hatten eigentlich eines ihrer wichtigen Etappenziele erreicht. Der Nationalismus war äußerst geschwächt in Europa. Die nationale Armeen, die zuvor noch radikale neue Strömungen klein halten konnten, wie in der Schweiz, diese nationale Armeen waren jetzt im Krieg verwickelt, waren kaputt, geschossen. Den Ersten Weltkrieg konnte niemand wirklich ohne gigantische Verluste gewinnen. Also ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Weltregierung, auch das kein äußerst ungewöhnliches politisches Ziel. Die Denkrichtung war, wir zerstören die alte Welt und erschaffen auf den Trümmern eine neue. Besonders Russland war schwerstens getroffen. Die Kommunisten mit Wall Street Geld bekamen dann ihre Chance in der Februarrevolution. Der Zar dankte ab, wollte dann halt eben ein Parlament, weitere Zugeständnisse. Das deutsche Außenministerium gab dann auch Geld an russische Exilgruppen in der Schweiz. Das müssen Sie sich mal vorstellen, meine Damen und Herren. Damals erschien natürlich den Deutschen das als sinnvoll, also wir schwächen die Russen, wir setzen vielleicht diese neuen Typen da ein mit unserer Hilfe und die schließen dann mit den Deutschen irgendeinen passablen Frieden und haben wir im Osten erstmal Ruhe, so war die Überlegung. Dann gab es die berühmte Reise von Lenin im gepanzerten Zug nach Petrograd, weil Lenin saß in der Schweiz fest und er sagte, wie komme ich jetzt nach Petrograd, um die Revolution zu machen? In Russland. Also die Reise wurde organisiert vom deutschen Außenministerium. Da gab es dann diesen wichtigen Agent, Helphand, Deckname Parvus. Dieser Mann war instrumentell, er war so der Händler von Lenin. Für Wall Street war auch der Organisator für die russische Revolution. 5 Millionen Goldmark kamen vom deutschen Außenministerium für Lenin und seine Verrückten. Lenin hatte zu dem Zeitpunkt schon beste Verbindungen zu Herrn Willy Münzenberg. Die Deutschen waren selbst sehr stark unterwandert von den erleuchteten Strömungen. Das heißt, gerade in Preußen natürlich dann sehr, sehr viel New Age, sehr viel Okkultismus, sehr viel Freimaurertum. Und da hatten natürlich dann die Briten die Hand drauf. Konnte man sich die Deutschen sehr gut ausspionieren, natürlich noch beeinflussen. Die Deutschen glaubten dann, okay, wenn wir diesen Lenin und seine Leute, wenn wir denen helfen, so können wir vielleicht Russland schwächen. In Wirklichkeit erledigten sie die Arbeit für Wall Street, die Romanows ein für alle Mal loszuwerden.
Lenin wusste, dass Parvus der Chef war, konnten sich beide auch nicht wirklich leiden. Ihr gemeinsamer Kontaktmann war Jakob Fürstenberg, wurde später der erste Direktor der russischen Zentralbank. Deutschland half dann weiter auch den revolutionären Zellen in Russland. Münzenberg blieb zurück, er war ja kein Russe. Allerdings hatte er natürlich dann auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Münzenberg sabotierte zum Beispiel die deutschen Kriegsbemühungen aus dem Untergrund heraus. Er hatte dann aber einen schweren Stand erstmal in der Schweiz wegen Lenins Sturzversuchen in Russland, die dann auch Erfolg hatten. Die Schweizer wussten also, wir haben hier mit Münzenberg einen unglaublichen Radikalen. Sehr, sehr gefährlich. Was machen wir mit dem? Wenn wir ihn einfach einsperren, wenn wir ihn jetzt einfach abkanzeln und nach Deutschland ausliefern, wo er per Haftbefehl gesucht wird, dann kriegen wir zu viele Proteste und das macht zu viel Ärger und dann gibt es wieder Blutbäder auf den Straßen und das nutzen dann die Radikalen wieder für sich aus. Also musste man hier eine ganz, ganz delikate Lösung finden. In der Schweiz, während Lenins und die anderen ihre Erfolge feierten, ihre Revolution machten, legte Münzenberg in der Schweiz richtig los. Also die Reden, die er hielt, wurden immer auf das jeweilige Publikum zugeschnitten. Er hat also alle belogen, zum Beispiel keine Kritik an organisierter Religion bei den Landwirten, den katholischen Leuten und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, die Schweizer Behörden verhafteten ihn. Er bekam eine Luxushaft, um Ausschreitungen zu verhindern. Er wurde also nicht behandelt wie ein anderer Krimineller. Nichtsdestotrotz verlangte Münzenberg mehr und mehr und mehr. Er habe Migräne und er wird schlecht behandelt. Und dieser ganze Sermon, der eigentlich nur dazu da war, um sein Profil zu stärken. Denn er konnte nur eingeschränkt aktiv sein im Gefängnis. Er durfte Gäste empfangen und so weiter. Allerdings wurde seine Post natürlich dann durchsucht. Er war erstmal abgeschirmt. Also, Lenin und seine Terroristen gingen mit äußerster Brutalität vor. Das heißt, hier gab es keine Grenzen. Lenin forderte den Terror, ganze Sturzbäche von Blut. Und der Willi Münzenberg, dem ist dann sein Luxusknast nicht gut genug und er bittet sich hier eine bessere Behandlung. Schließlich wollte er ja die Schweiz auch unter das Joch bringen der Kommunisten. Da kann man schon mal ein extra weiches Daunenkissen dabei schaffen und jeden Tag Entenbraten liefern und so weiter. Die Kriegsentwicklungen hatte er dann sehr gut aus dem Gefängnis heraus beobachtet. Münzenberg legte seine Hoffnungen schließlich auf Russland. Nach dem Krieg gab es Sozialistenrevolutionen überall in Deutschland und so weiter. Er dachte dann, oh, die Stunde ist gekommen. Das alte Regime ist weg, jetzt brechen überall die Revolution aus und er kehrte nach Deutschland zurück. Verwendete, wie es dann üblich war, diverse Decknamen, Deckidentitäten, Tarnwohnungen und so weiter und so fort, dass die deutschen Behörden ihn nicht so einfach drankriegen. Schließlich gab es einen Haftbefehl gegen ihn, glaube ich sogar zwei oder drei. Die Kommunistische Partei Deutschlands wurde gegründet, natürlich unter der Führerschaft von Moskau. Die sogenannten Spartakisten glaubten erst Propaganda und Zersetzung und Politik, dann die brutale Machtübernahme. Ja, gab es dann das Spartakus-Programm von Luxemburg, die Forderung Auflösung aller staatlichen Gruppen. Kommunistische Räte übernehmen alles. Kaum ein Unterschied zu heute. Occupy und andere Gruppen, die wollen dann erstmal zig Leute hinter sich scharen und irgendwann sagen sie dann, naja, wir drohen hier mit Generalstreik oder wir fordern halt, dass einfach die bestehenden Organisationen alle aufgelöst werden. Das ist immer so eine populäre Forderung. Weg mit allen Geheimdiensten, weg mit der Polizei, weg mit der Bundeswehr, weg mit allem. Und stattdessen dann irgendwelche sozialistischen Räte. Die Revoluzzer wollten Eberts Regierung stürzen. Ebert verriet aber die radikalen Linken. Und dann verriet das alte konservative Establishment Ebert. Also Verrat und Backstabbing noch und nöcher. Die Radikalen übernahmen teilweise auch Regierungsgebäude, eroberten Regierungsgebäude irgendwo, öffentliche Einrichtungen in Berlin.
also eine spontane Besatzung wie heute in der Ostukraine, mit der Erwartung, dass dann ja sich mehr und mehr Leute anschließen und das Ganze dann wie so eine Lawine wird oder man Hilfe bekommt aus dem Ausland, Russland. Ebert reagierte mit Gewalt. Liebknecht und Luxemburg wurden dann auch unzeremoniell erschossen. Es gab eine Hochverratsanklage gegen Münzenberg und seine Truppe. Trotzdem machte er erstmal Karriere in der KPD. Moskau hatte mehr Geld, bestimmte den Kurs. Die Bolschewisten in Russland waren die unangefochtenen Superstars, die in ihren Thronsälen das Geld der Romanows unter sich verteilten, die Diamanten und so weiter und so fort. 1920 gab es einen großen Kongress in Moskau. Münzenberg wollte dort seine alten Verbindungen wieder aufleben lassen. Schließlich war er ja mit Lenin unter Dach und Fach vor ein paar Jahre zuvor. Er reiste dann unter falschen Identitäten und Deckwohnungen wegen Haftbefehlen. Ähnlich wie der spätere Bundeskanzler, war es jetzt Schmidt oder der andere, der dann auch eigentlich so nicht heißt und Decknamen hat und eigentlich immer wieder im Verdacht stand, Moskau-Agent gewesen zu sein. Die Bolschewiken waren Superstars, saßen auf ihrem Thron, die Kommunisten in Europa waren dann aber auf dem absteigenden Ast. Also, völliges Ungleichgewicht. Aus den ganzen revolutionären Bestrebungen in Deutschland und so weiter wurde erstmal nichts. Sondern der Erfolg war tatsächlich erstmal nur in Russland da, dort aber natürlich dann hoch 10. Münzenberg traf dann Radek, der ihn mit Geld für Agitprop versorgen sollte. Ausländische kommunistische Parteien in Europa mussten sich in die militärische Hierarchie der Internationalen einfügen oder sie galten als Feinde Moskaus. Und schließlich gab es dann auch sehr, sehr ausgedehnte Spezialoperationen Moskaus in der ganzen Welt, unter anderem auch sehr viel in Europa, um die sozialistische Konkurrenz fertig zu machen. Das heißt, diejenigen, die nicht auf Moskaus Kurs waren, die wurden halt dann erschossen, vergiftet und so weiter und so fort. Also die ganzen wohlmeinenden Sozialisten mit guten Absichten oder mäßigen Absichten wurden dann alle absolut fertig gemacht. Von den Russen. Münzenberg bekam in Moskau bei dem Treffen Diamanten zugesteckt, die früher den Romanows gehörten. Die nähte er sich dann irgendwo in seinen Anzug mit ein, damit er sie dann nach Hause schmuggeln konnte. Damit er das Geld dann verwenden konnte für seinen Agitprop, für die Revolution, damit die Deutschen unter Moskaus Joch fallen. Währenddessen, also ihm ging es natürlich dann recht prima, allerdings 25 Millionen Menschen in der Sowjetunion standen vorm Verhungern. Regierungsbeamte zogen umher und nahmen den Bauern und Arbeitern auch noch den letzten Rest ihrer Nahrungsmittel weg. Lenin schob den Bauern die Schuld zu und ließ weitermachen, also der typische Psychopath. Das ist nicht mein Fehler, das sind irgendwelche Saboteure oder die Kulaken oder wer auch immer. Mehr Gewalt, mehr Gewalt, mehr Gewalt. So, genauso reagiert die Diktatur in Nordkorea, genauso war es dann unter Stalin. Alles dieselben psychopathischen Terroristen. Aber Lenin war ja der große Gönner und große, wichtige Verbündete von Münzenberg. Und das Geld floss und floss und floss und floss. Lenin erwähnte das Hungerdesaster nicht öffentlich. Münzenberg sollte in Europa eine Hilfskampagne leiten, die die Sowjetführung von jeder Schuld frei wusch. Also die Amerikaner wollten dann Getreide geben und so weiter. Da war dann Lenin dagegen, weil das sei ja dann peinlich. Ähnliche komische Entscheidungen hatte auch Mao getroffen wie in China. Dort auch eine massive Hungersnot verschlimmert. Da ist er dann gemeint, hat sich dann irgendwie verkracht gehabt mit Stalin und mit dessen Nachfolgern, wollte dann irgendwie bestimmte Kredite ganz schnell zurückzahlen, dass er auch ja nicht in Moskaus Schuld steht, Mao. Damit ließ er aber dann wieder ein paar extra Millionen Leute elendig krepieren in den Straßengräben. Die Leute waren dann so fertig, die aßen irgendwann Erde oder sonst irgendwas, Lehm, und krepierten dann elendig. Willkommen im Sozialismus, meine Damen und Herren. Diese politischen Systeme sind sowieso bloß Deckmäntelchen für, ja, leider meistens
Psychopathie. Die psychologische Ebene ist wichtiger als die ideologische Ebene. Und dann gab es dann von Münzenberg die ersten neuen Zeitungen wie Sowjetrussland im Bild. Die Sowjets hatten währenddessen jeden privaten Handel verboten, Geld wurde formell abgeschafft für die Bevölkerung, Besitz von anderer Währung, Edelmetallen und Schmuck wurde verboten, alle möglichen Industriezweige, auch die Nahrungsmittelproduktion wurden verstaatlicht. Es war ein absolutes Desaster. Münzenberg sollte währenddessen den Entwicklungen in der Sowjetunion ein schönes Gesicht verpassen. Also die Hälfte der Bevölkerung Moskaus verstarb oder zog weg, aber natürlich musste man ein anderes Bild zeigen. Gab es noch andere wichtige Figuren, Armand Hammer, der wurde später Riesenölboss, also ein halb amerikanisch, halb russisch. Armand Hammer bekam erstmal eine Lizenz für eine alte Asbestmine im Ural. Die Geheimpolizei Checker der Russen infiltrierte seine ganze Firma. Er wurde zu einem ganz großen Oligarchen, finanziert auch viele Linke. Und unter anderem auch linke Politiker wie Al Gores Vater bekam dann Kohle von Armand Hammer. Wir haben, glaube ich, die Story auf recenter.com. Hier sehen Sie das Ganze auf unserer Seite. Wie die Linke in den USA von einem sowjetischen Ölmagnaten aufgebaut wurde. Hier sehen wir Armand Hammer und Prinz Charles. Mr. Hammer war vielleicht doch ein größerer Insider, als die Russen dachten. Wahrscheinlich hat eher Armand Hammer die Sowjets infiltriert. Und nicht andersrum. Also sein Vater war, Armand Hammers Vater war Mediziner, überzeugter Sozialist und aus Odessa ausgewandert. Hammers Vater war Mitglied der Marxistischen Partei der USA. Der Sohn ging nach dem Studium in die junge Sowjetunion, verhandelte dort persönlich Deals mit Lenin, hielt sich dann immer wieder in der UdSSR auf für sein Business. Seine Moskauer Wohnung wurde quasi zur inoffiziellen Botschaft der USA. Die Business-Allianz mit der Sowjetunion und ihren Führern behielt Hammer bizarrerweise auch über die Zeiten des Kalten Krieges bei. Umgekehrt wurde der Freund Lenins und Träger des Leninordens in Moskau stets willkommen geheißen. Seine Gewinne aus dem Russlandhandel steckte Hammer ins Ölgeschäft, bis er dann Chef von Occidental Petroleum wurde. Also können Sie das nochmal alles durchlesen. Das ist ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren, weil wir befinden uns in einer äußerst, äußerst wichtigen Zeit, meine Damen und Herren. Unglaublich viele Ideen, die gerade rumschwirren. Für Veränderungen und Erneuerungen, und das heißt normalerweise immer Blut und Verderben. Beachten Sie auch immer die Nahrungsmittelproblematik. Das heißt, die Deutschen hatten dann nach dem Ersten Weltkrieg eine riesige Nahrungskatastrophe, was die Kommunisten für ihre Zwecke ausnutzen wollten. Die Sowjets in Sowjetrussland gehungert, in den Sowjetrepubliken wie der Ukraine Massensterben wegen dem Hunger. Und natürlich, die Moskauer Agenten von heute reden gegen das Prepping, reden gegen die persönliche Krisenvorsorge. Sie wollen die Leute eigentlich hilflos, damit man irgendwann die Hilfe Moskaus annehmen muss. Vielleicht hier ein Hinweis in eigener Sache. Unser Programm, unsere gesamten Medien sind möglich durch den Recenter Shop. Wir sind tatsächlich clean. Hier gibt es keine Checks aus ominösen russischen Quellen oder amerikanischen Quellen oder deutschen Quellen oder irgendwelchen Quellen. Das heißt, wir sind nicht eingebunden in irgendwelche komischen Dachorganisationen oder irgendwelchen anderen, irgendwelche radikalen, seltsamen Kreise, sondern wir sind einfach ein kleines, mittelständisches Familienunternehmen, betrieben von mir und meiner Frau, und der Recenter Shop macht unsere Medien möglich. Das heißt, wir bieten Ihnen unser Know-how und die Produkte, unseren Service, und mit Ihrem Kauf machen Sie es möglich, dass wir Medien finanzieren können. Das ist praktisch der ehrenamtliche Teil von dem Ganzen. Das heißt, von den knappen Gewinnen, die anfallen, produzieren wir Medien, finanzieren wir Medien, verschenken wir Medien, und das, was dann noch übrig bleibt, landet dann schließlich bei mir, beziehungsweise wird dann wieder reinvestiert in weitere Aktivitäten. Sie kennen uns bestimmt seit ein paar Jahren, denke ich, haben die Entwicklung mitverfolgt und auch, wie wichtig das Ganze geworden ist, tatsächlich einen Durchblick zu haben, auch historisch und politisch. Nicht einfach nur die immer gleichen
Sachen zu lesen und die gleichen Denkabkürzungen zu verwenden. Also schauen Sie rein unter shop.recenter.com. Wir haben gerade noch eine aktuelle Sparaktion. Jede Woche eigentlich immer eine Rabattaktion. Diese Woche ist das Helicon Tax Ausrüstung und Ausrüstung und Kleidung. Schauen Sie rein, viele neue Sachen von anderen Herstellern. Hier auch neu im Programm die Kategorie. Neue Sachen von Helicon, ProForce, Highlander. Das heißt, wir möchten Sie ausrüsten für unbeständige Zeiten, dass Sie einfach nicht total hilflos den nächsten Fanatikern in die Hände laufen müssen. Das heißt, Sie bleiben einfach handlungsfähig, Sie bleiben selbstständig, Sie bleiben möglichst frei. Natürlich haben wir auch Lebensmittelvorrat, das ist ja ganz, ganz wichtig. Nahrungsmittelversorgung ist immer ein absolutes Politikum eigentlich. Es ist bestimmt letztendlich alles. Genauso wie die Trinkwasserversorgung, schauen Sie also rein. Legacy Premium Food, hier auch neue Beef Jerky, Innova, Track and Eat, Energy 5, andere Produkte von MSI. Wir haben auch Gesundheitsartikel und jede Menge Bücher. Muss ich da auch endlich mal wieder neue Bücher aufnehmen? Ich lese und lese. Und dann bin ich schon bei der nächsten Sendung oder dem nächsten Artikel oder was auch immer und vergesse, dass wir eigentlich die Bücher immer einstellen müssen, die ich empfehlen kann. Das heißt, jedes Buch hier hat meine persönliche Empfehlung. Natürlich nicht immer 100%. Perfekte Bücher sind natürlich selten, wo man sagt, okay, das ist für mich perfekt. Ja, aus meiner Sicht. Das heißt, wir schauen jetzt nicht, okay, was ist der neue Bestseller und wir nehmen einfach die Bestseller ins Programm, sondern was sie am meisten fördert, was sie auch am meisten fordert, was ihnen am meisten bringt. Ihre Zeit ist natürlich auch kostbar. Schauen Sie rein unter shop.recenter.com. Also, Münzenbergs Berliner Büro. Er schafft es dann, sich in Deutschland doch zu etablieren. Sein Büro von 1922 an war im Gebäude der sowjetischen Botschaft unter den Linden in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors. Weitere Publikationen folgten, wie der Rote Aufbau, Slogans wie Hände weg von Sowjetrussland. Weitere Publikation hieß Freunde von Sowjetrussland mit vielen prominenten Intellektuellen. Die Rote Fahne publizierte einen Brief von Stalin, dem absoluten ultraverrückten Massenmörder, der die Revolution in Deutschland ankündigte. Berlin sollte das Zentrum der Weltrevolution werden, nicht Moskau. Und eventuell existieren solche Überlegungen auch heute noch, dass einfach dann ja das Ziel dieses eurasischen Mega-Imperiums, das ja heutzutage angestrebt wird, dass das Zentrum dieses Mega-Imperiums Berlin sein soll. Außerdem hielt man eine strategische Getreidereserve bereit, um die Kommunisten in Deutschland beim Revolutionskampf zu füttern und auch die revolutionäre Regierung dann zu füttern. Münzenberg gab zunächst 800 Tonnen russisches Getreide für eine neue Arbeiterregierung in Thüringen, die geplant war. Deutschen hungerten zu der Zeit. Und er versprach 20.000 Tonnen mehr. Hey, wir geben euch was zu essen. Ihr müsst dafür nur unsere revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung unterstützen. Schließlich rückte die Reichswehr an und diese Kommunistenrevolution wurde gestoppt. Und natürlich dann die braunen Sozialisten, denen gelang es dann, ihre Machtergreifung zu zementieren. Mit den bekannten Ergebnissen. Später unterstützte natürlich dann Münzenbergs Propagandamaschinerie, die gewaltig angewachsen war, vor der sich sogar Goebbels zeitlang fürchtete. Unterstützte dann auch den Hitler-Stalin-Pakt. Also die Treue zu dem Regime in Russland stand dann über allem. Natürlich haben sich dann einige Linke erstmal verwundert die Augen gerieben. Aber trotzdem führte er seine Befehle aus mit den bekannten Ergebnissen. Okay, Sie finden natürlich dann in der Literatur auch den Rest seiner Geschichte mit dem riesigen Konglomerat, die ganzen linken Künstler, heute wie Jan Delay, der dann Heino einen Nazi nannte, Jan Delay, der ewige Linke, der dann quasi sagt, ja, seine Musik und der Kapitalismus, den er natürlich genießt und den er wird nur benutzt, ja, für seine eigentlichen politischen Ziele. Also es hat sich eigentlich nicht viel verändert, meine Damen und Herren.
oder die ganzen Antifas oder andere linke Gruppen und so weiter. Und dieses riesige Konglomerat wurde dann immer stetig erweitert. Irgendwann fiel dann Münzenberg auch Stalin zum Opfer. Das heißt, die großen Säuberungsaktionen machten auch von Münzenberg nicht Halt. Er wurde einberufen nach Russland, er ging nicht hin, er wusste, er wird dort erschossen. Auch andere Kommentatoren der Zeit sagten, wenn er fährt, wird er erschossen. Und so machte er sich erstmal auf nach Frankreich. Natürlich wurde dann Frankreich in großen Teilen von den Nazis besetzt. Also wo er, ich meine, die Ironie ist schon krass, Münzenberg befürwortet dann vorher den Hitler-Stalin-Pakt und natürlich ist er dann das Opfer von Hitlers Stellvertreterregime in Frankreich, flüchtet dann in den Süden von Frankreich und wird dort dann in der Nähe von Grenoble erhängt oder erschossen aufgefunden. Ist nicht ganz klar, wen erwischt hat. Ob es jetzt die Gestapo war oder die NKVD Stalins. Nicht ganz eindeutig geklärt. Schreiben Sie uns Ihre Meinung natürlich zu diesem und jedem anderen Thema aktuell hier an die ständig unten eingeblendeten Adressen. Und Sie können auch per Telefon oder via Skype mit Ihrem Headset in die Sendung eingebunden werden. Das ist alles kein Problem. Hier fragt uns aktuell Marino über die Türkei. Was hältst du von Erdogan und die neuesten Meldungen? Ist es nicht ein wenig auffällig, wie viele negative Meldungen weitergegeben werden? Stimmt es, dass er keine Gelder vom IWF will? Stimmt es, dass er der türkischen Bevölkerung zu mehr Wohlstand verhalf seit seinem Amtsantritt? Ist er vielleicht auf der Abschussliste des Westens, weil er offen die Verbrechen Israels an den Palästinensern anspricht? Danke für die Antwort. Okay. Wieder so ein Fall. Wieder so ein Fall, wo bestimmte Seiten jetzt natürlich dann Erdogan als Held stilisieren, beziehungsweise wo dann er derjenige sein soll, der sich dann ja gegen das westliche Establishment richtet und so weiter und so fort. Und dann gehen viele von aus, naja, dann muss Erdogan doch irgendwo anständiger sein, irgendwo besser sein. Da muss man schon genauer hingucken. In der Türkei herrschten lange Zeit die sogenannten Dönme, das ist eine ziemlich abstruse Sekte. Und die waren natürlich dann immer Amerika treu und hatten dann auch sehr guten Draht zu Israel. Inzwischen hat Erdogan und seine radikale Islamistenfraktion hat jetzt die Führung übernommen. Natürlich sind die Amerikaner stinkig und wollen ihn destabilisieren und loswerden. Also vieles von den Protesten und so weiter und vieles von den Sachen sind natürlich vom Westen mitgefördert. Obwohl natürlich auch die Bevölkerung ein Wort mitzureden hat. Wie gesagt, die CIA kann nicht mit ein paar Millionen hier und ein paar Millionen da ein komplettes Volk überzeugen. Viele Leute haben die Schnauze voll von Erdogan. Aber auch die Russen mögen ihn nicht mehr, wollen ihn destabilisieren, haben durch ihre eigene Vorstellung, was mit der Türkei passieren soll. Die Russen historisch haben immer ein Riesenproblem gehabt mit Türken in ihrem Süden, also in Russland, von Russland aus betrachtet, im Süden. Das kann man gerne im Detail nachlesen, das kann man auch in anderen Büchern nachlesen. Also da wird dann eine Zeit lang das Osmanische Reich protegiert, dann wird natürlich gleichzeitig dagegen intrigiert, dann wird es fertig gemacht, dann ist man doch wieder erstmal auf der Seite, weil man nicht will, dass dann die Franzosen und die Briten sich dann zu viel holen von dem Osmanischen Reich. Also da gibt es sehr viele schmutzige Player. Ich bin überhaupt kein Fan von Erdogan und seiner islamischen, radikal-islamischen Renaissance und seinem Hochrüsten, was er lange Zeit mit dem westliche Hilfe passiert ist. Selbstverständlich, natürlich, weil die Amerikaner die Schnauze voll haben von Erdogan, deswegen auch im Moment die viele negative Presse. Man macht natürlich dann immer mehr Druck auf ihn und dann flippt dann Erdogans Partner, also Politikerkollege aus und tritt irgend so einen Demonstranten. Natürlich liegen die Nerven blank, weil man will nicht so enden wie Gaddafi. Auf der anderen Seite zeigt es auch so die Mentalität im türkischen Establishment, so dieses aristokratische Denken.
narzisstische Denken. Und außerdem, vor diesem Tumulten, wo dann die andere Seite noch mehr dominierte in der Türkei, gab es massive Wirtschaftshilfe vom Westen. Also diese ganzen Deals mit der Koç-Dynastie, dieser riesigen Familie, die dann bei Bilderberg vertreten war. Diese Deals mit dem Westen und Gelder hier und da. Das heißt, der Westen gab der Türkei diesen riesigen Push und natürlich ging es den Leuten dann besser erstmal. Natürlich ist die Wirtschaft gewachsen. Aber seiner gewissen Weile entzieht der Westen und sabotiert wirtschaftlich der Westen die Türkei. Man entzieht Geld und wartet, bis die Türkei natürlich dann wirtschaftlich implodiert. Die Leute sauer werden wegen der Geldinflation und wegen der Arbeitssituation. Eigentlich nur, um natürlich an Erdogan loszuwerden. Wenn dann der Nächste an der Regierung wäre, der den Amerikanern genehm ist, dann würde das Geld natürlich dann gleich wieder fließen und die Propaganda würde hier in den Medien auch anders lauten. Wie gesagt, das heißt nicht, dass Erdogan ein toller Typ ist und und jetzt ein formidabler Widersacher der neuen Weltordnung des angloamerikanischen Establishments ist. Türkei hat die zweitgrößte NATO-Armee und wie gesagt, da ist natürlich dann einiges an Konfliktpotenzial da. Hier schreibt uns jemand, das Thema ist mir jetzt dann doch zu weit weg. Kommen wir zu den Nachrichten, meine Damen und Herren. Wir haben noch einiges an Stories hier. Aus aller Welt. Ich suche hier gerade meine Liste. Und zwar haben wir hier eine Meldung via Trevor Luden. Und zwar geht es um den amerikanischen Director of National Intelligence, also den Boss der Geheimdienste, James Clapper. Ein wichtiger Berater von Clapper, Theodore H. Moran, hat eine interessante Vergangenheit. Er arbeitete nämlich für die chinesische Firma Huawei Technologies, wo jetzt die Amerikaner gewarnt haben, nö, das ist alles chinesische Kommunistenspionage, wir wollen nichts mehr mit Huawei zu tun haben. Und ich meine, man braucht nicht ganz so naiv sein und kann sich seine Gedanken hier drüber machen. Also der Spionagekrieg wütet natürlich zwischen den beiden Nationen. Die Amerikaner natürlich dann auch nicht gerade inaktiv auf dem Gebiet. Allerdings ist das nicht interessant. Jemand, der so nahe ist, also der Berater ist für den Chef der amerikanischen Geheimdienste, der arbeitete für Huawei Technologies. Holy cow! Die Organisation Judicial Watch will jetzt alle möglichen Dokumente anfordern unter dem Freedom of Information Act, um da genauer nachzugucken, was da tatsächlich hier passiert ist. Und James Clapper, der Boss von dem Typen, schreit die ganze Zeit über chinesische Cyberspionage, die natürlich eine reale Bedrohung ist. Muss ich mal vorstellen, wenn die Chinesen einen Spion hätten, so weit oben, ich weiß nicht, ob jetzt er tatsächlich ein Spion ist, aber das wäre natürlich dann äußerst, äußerst verheerend, meine Damen und Herren. Aber wahrscheinlich dann von noch höheren Kreisen erstmal so gewollt. Dann haben wir hier eine Story aus der deutschen Presse, und zwar die Welt hat einen Bericht vor der Europawahl, die Wut des weißen Mannes. Man ist hier ganz, ganz unglücklich über den Erfolg der UK Independence Party. Es scheint sie aufzuhalten, auch nicht die ganzen künstlichen Aufreger und Skandale. Die britische Presse hat jetzt einen Typen gefunden, der behauptet, Farage hätte unter vier Augen das N-Wort verwendet, also Negro oder Nigger. Also hier Hörensagen packt man hier aus. Ist ja ganz kurz vor der Wahl. Alles, was man irgendwie finden kann oder irgendjemand aus der inzwischen sehr, sehr großen UKIP-Partei hat irgendwas Dummes gesagt. Natürlich gibt es Idioten in jeder Partei.
Und das wird natürlich dann gleich wieder National News. Wenn hingegen das Polit-Establishment in Großbritannien jahrzehntelang die absoluten Pedo-Monster geschützt hat, die ihren Orden bekamen von der Queen, dann ist das so mal ein kurzer Bericht wert hier irgendwo. So sieht das im Moment aus. Das heißt, auch die Deutschen haben natürlich dann ein sehr, sehr großes Auge drauf. Dann hat uns jemand darauf hingewiesen in den Kommentaren von recenter.com auf eine Veranstaltung Chatham House, Royal Institute of International Affairs, also eine, das britische Roundtable Establishment, hat ja eine Veranstaltung, wo dann Politiker, auch die Medien geladen sind. Und es geht um die radikale Rechte in Europa. Hier sehen Sie das Ganze. Sollte mein Link laden. Hier sehen Sie das Ganze. Chathamhouse.org, The Royal Institute of International Affairs. Eine Veranstaltung am 31. März war es. Teilgenommen haben Nigel Farage, Dr. Matthew Goodwin, Autor eines Buches, Revolte bei der Rechten. Dann noch eine Abgeordnete, noch ein paar Leute, dann eine Tussi von der BBC. BBC natürlich skandalträchtig ohne Ende. Und das Ganze war während dem Wahlkampf der UKIP und man kann sich hier das Video durchgucken. Also es geht hier darum, UKIP, die radikale Rechte und die Europawahlen. Also ist mir jetzt nicht ganz klar, was man sich davon erwartet hat, wenn man Nigel Farage einlädt, ob man ihn dann vielleicht zu irgendwelchen Statements hinreißen kann, ob man ihn vielleicht dann, keine Ahnung, bequatschen kann, ihn vielleicht ein bisschen streamlinen kann, wie auch immer. Er hat einfach daran teilgenommen, hat seine Standpunkte vertreten. Sie können das Video sich angucken. Also ich sehe hier jetzt noch keine Verschwörung. Was ich ist, kann natürlich noch werden, aber wie gesagt, das ist einfach eine Veranstaltung, die vom Namen her schon, ja, voreingenommen ist gegen die sogenannte Rechte. Ich meine, die UKIP ist einfach irgendwo libertär, zwischen libertär und konservativ. Also Positionen, die vor 10, 15 Jahren noch völlig normal waren, 20, 25 Jahren noch normaler waren, gelten jetzt heute als völlig fanatisch und seltsam. Ganz, ganz strange. Hier eine Meldung, die zu einigem Hyperventilieren führte bei den Putinistas, bei den Landesverrätern. Natürlich ist eine unappetitliche Meldung hier aus dem Spiegel. Einsatz gegen Separatisten. Ukrainische Armee bekommt offenbar Unterstützung von amerikanischen Söldnern. Also 400 einsame Söldner von Academy, früher Blackwater, sind da unterwegs. Das Ganze wurde erstmal als Gerücht abgetan. Dann will die Bild am Sonntag das Ganze bestätigt bekommen haben. Der BND, Bundesnachrichtendienst, hätte angeblich die Bundesregierung am 29. April darüber in Kenntnis gesetzt, dass da 400 einsame Academy-Söldner da rumlaufen. Natürlich die Putinistas hyperventilieren. Denen platzt dann fast schon eine Ader im Kopf. Vor lauter Aufregung wären natürlich dann die russischen Spetsnaz hier massenhaft die Krim besetzt haben. Und natürlich dann auch weiter destabilisieren im Osten der Ukraine. Wo haben wir... Hier sind die Spetsnaz, die russischen Special Forces, russische Tactical Brigaden. Demnächst auch in Deutschland wahrscheinlich unter Einladung der, was ich, Eurasischen Republik Leipzig oder sowas. Wer weiß. Hier noch eine Meldung. Bundesnachrichtendienst veranschlagt 300 Millionen Euro für Frühwarnsystem gegen Cyberattacken. Also erst hilft das westliche Establishment den Kommunisten, den Chinesen, den Russen, schaut 20, 30 Jahre lang weg, wie die rüsten und sich dafür bereit machen, uns fertig zu machen. Und jetzt auf einmal, Oopsie Daisy, die sind ja so stark geworden, wir brauchen jetzt 300 Millionen für eine Cyberwarfare-Unit hier in Deutschland. Natürlich sagen dann auch Leute, die in den Behörden sind und Insider sind, sagen natürlich, ja, wir brauchen das um Gottes Willen, sonst machen die uns ja fertig.
Die können ja alles lahmlegen, unsere Stromversorgung, damit die Wasserversorgung und den gesamten Handel und alles. Wir würden ja alle verrecken hier in Deutschland. 300 Millionen Euro für Frühwarnsystem gegen Cyberattacken. Natürlich ist das nicht nur über das Internet, sondern auch über andere Quellen. SIGINT Support to Cyber Defense. BND sucht in Glasfaserkabeln im Ausland nach Schadsoftware. Okay, gleichzeitig kauft natürlich dann Interpol und immer mehr Nutzer und also immer mehr Nutzer kaufen sich russische Antivirensoftware. Die Welt ist einfach verrückt, meine Damen und Herren. Und wir sind mittendrin. Dann haben wir hier noch eine Story über Gregor Gysi. Vielleicht wird seine Karriere in ein paar Monaten völlig ruiniert, wenn ein Gericht vielleicht dann sich endlich mal einig wird über die Bewertung von Vorwürfen gegen ihn, die schon seit langem existieren, wo er sich bislang zur Wehr gesetzt hat. Er, der ehemalige Ostanwalt, der dann auch das östliche DDR-Justizsystem befürwortet hat. Also hat gesagt, im Westen, da kann kein Mensch mehr sich mehr gescheit verteidigen und die Rechte der Angeklagten sind so schlecht im Westen, bei uns ist doch alles super hier. Mitten in der Ukraine-Krise führte Gregor Gysi Gespräche mit Kreml-Vertretern in Moskau. Er trifft den engen Vertreter von Wladimir Putin. Das ist natürlich äußerst interessant. Vielleicht wandert er dann bald aus nach Russland. Die Partei ist Gysi etwas klein geworden. Er will auf die internationale Bühne. Natürlich die Linkspartei. Immer noch hin und her gerissen natürlich zwischen Moskau-Treue und Kritik an Putin, weil Putin ist ja so der neurechte Herrscher, der neue Zar und viele, also Linke sind auch hier in Deutschland gespalten, die einen hoffen auf das Revival der kommunistischen Partei in Russland, die ja immer noch die zweitstärkste Kraft ist übrigens, hinter der Einheitsbrei-Partei von Putin. Andere sind ein bisschen schlauer, die wissen, dass halt dann der Wind sich gedreht hat und Hauptsache, sie stehen auf dem Gewinnercamp, auf der Gewinnerseite. Hier noch eine Meldung aus der britischen Presse. In der näheren Zukunft, also bis zum Jahr 2020, wenn Autofahrer sich weigern, so eine Spionagebox in ihrem Auto zu haben, dann wird keine Versicherung dich mehr als ihren Kunden nehmen. Das heißt, man kann dann so auch nicht fahren ohne Versicherung. Das heißt, es wird dann durch die Hintertür der Art Zwang eingeführt. Wer nicht diese Spionagekiste hat, der darf nicht fahren. Inzwischen gibt es ja schon in modernen Autos 200 Sensoren, die dann Daten sammeln und melden und irgendwo hinschicken, beziehungsweise sammeln. Dazu kommt natürlich das GPS dazu und wenn man dann irgendwie ein Device hat mit einer SIM-Karte im Auto, ist es noch schlimmer. Wenn man noch Mikrofone hat im Auto, ist es noch schlimmer. Das hier die Situation. In 6 Jahren soll es dann die selbstfahrenden Autos geben. Google hat hier wieder einen Vorstoß gemacht. Also man will das Ende des Individualverkehrs. Hier haben wir, ich meine, wenn Sie wissen wollen, warum man den Individualverkehr beseitigen will, dann gucken Sie sich bloß irgendeinen Konflikt an auf der Welt, meine Damen und Herren, wo dann die Pickup-Toyotas mit den Flakkanonen hinten rumfahren oder mit den schweren Maschinengewehren hinten drauf montiert rumfahren, beziehungsweise in Amerika natürlich dann die ganzen Patriots mit ihren Fahrzeugen. Und ja, und hier haben wir noch die Meldung natürlich dann über Nigel Farage, hätte das N-Wort verwendet und man versucht alles, was man nur irgendwie versuchen kann, um noch der UKIP ein paar Stimmen zu kosten vor der Europawahl. Leute fragen mich ständig, was soll ich wählen, was soll ich wählen? Viel gibt's nicht zum Wählen, also die freien Wähler sind die freien Wähler sind dann so die, glaube ich, am wenigsten schlimme Partei, was natürlich nicht sonderlich viel heißt im Moment.
Hier sollte man also ganz genau hingucken, was man wählt und sich das mit seinem Gewissen, vereinbaren, ob man gar nicht hingeht, ob man irgendwas wählt, was vielleicht weniger schlimm ist. Hier schreibt uns jemand in Skype, ich stimme dir zu, dass wirklich, ist das denn wirklich einfach so möglich, dass einer der Top-Leute der US-Geheimdienste mir nichts, dir nichts einfach so für Chinesen arbeitet, ohne dass das gewollt ist? Wieso arbeitet er für Chinesen? Weil er mehr Geld bekommt. Ich glaube kaum, dass eine Person in diese Position sich vor ein paar Millionen mehr oder weniger ködern lassen würde. Der geht schon genug. Es führt, wie gesagt, nur zu einer Feststellung, es ist gewollt. Ja, normalerweise gibt es ja diese starken Hintergrundprüfungen und Background-Checks und noch mehr Background-Checks. Aber wie gesagt, der Berater von James fucking Clapper arbeitet für Huawei Technologies. Nicht zu fassen, meine Damen und Herren. Wir haben 1 Stunde und 16 im Rahmen dieser Sendung. Falls Sie uns später zugeschaltet haben, finden Sie natürlich dann gleich im Anschluss an diese Live-Übertragung die Aufzeichnungen auf recenter.com und im Laufe des morgigen Tages noch weitere Aufzeichnungen. Und selbstverständlich finden Sie uns 24 Stunden am Tag im Netz unter recenter.com. Unsere wichtige Hauptseite, unsere Nachrichtenseite, das Portal, wo Sie alles andere finden, recenter.com. Dann haben wir noch unsere Seite Recenter Prep. Hier finden Sie alles, was mit Ihrer persönlichen Krisenvorsorge zu tun hat, mit Training, Survival, Lebensmittelvorrat, Ausrüstung und so weiter und so fort. Alles hier konzentriert auf Recenter Prep. Empfehlen Sie die Seite ruhig weiter. Hier ist unser Recenter Forum. Unglaublich viele ganz interessante Sachen, auf die ich nicht mal aufmerksam geworden bin. Also welche Radikale sich gerade hier in Europa ganz, ganz weit aufschwingen, die vielleicht die nächsten Münzenbergs werden. Ganz, ganz spannend, meine Damen und Herren. Also hier im Recenter Forum finden Sie tatsächlich richtig, richtig gutes Material. Und nicht zu vergessen, hier unseren Recenter Shop unter shop.recenter.com. Dadurch ist unsere Sendung hier möglich. Unsere gesamte Medienberichterstattung ist dadurch möglich. Also schauen Sie rein, unterstützen Sie uns mit Ihrem Einkauf. Außerdem, wenn Sie uns spenden möchten, wir sind tatsächlich für Sie da, nicht für irgendwelche seltsamen Hintergrundorganisationen. Wir sind tatsächlich für Sie da. Wir sind Ihre Medien. Wenn Sie uns spenden möchten, Sie finden die Informationen auf recenter.com. Gab es ja vor kurzem dieses Condor-Fiasko. Das ist natürlich dann eine unglückliche Situation, von der wir dann betroffen sind. Das heißt, Sie können hier uns unterstützen mit ihrer Spende, das heißt entweder wie Überweisung, PayPal, wie auch immer Sie das machen wollen. Sie unterstützen damit unsere Aufgabe hier und unsere Medien hier seit Jahr und Tag, hoffentlich natürlich noch einige weitere Jahre, weil es wird immer wichtiger und es wird immer dringender und ich lese natürlich auch immer mehr und begreife auch immer mehr. Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto besser können wir hier Ihre Interessen vertreten. Schauen Sie also rein hier bei shop.recenter.com. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an shop@recenter.com. shop@recenter.com. Wir beraten Sie gerne. Sie können auch bei uns persönlich einkaufen. Schicken Sie uns dahingehend vorher eine E-Mail, dass Sie uns die Zeit rausnehmen können, weil wir nehmen uns gerne Zeit für die Kunden. Wir sind allerdings so busy, dass wir natürlich dann gerne vorher uns darauf einstellen können. Ich danke vielmals fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Sie finden uns mit der Sendung wieder am Donnerstag hier am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, 7 Uhr abends, donnerstags 7 Uhr, genauso wie montags 7 Uhr. Bleiben Sie frei, machen Sie sich nützlich und bis bald.